nicht, was wir dann bauen, und wir machen heute weiter mit einem weiteren Event. So, wir müssen heute mal noch schauen, was wir an den Events haben. Also wie gesagt, klar, scheinbar hier diese manche Sachen gehen halt leider nicht. Haben wir auch nicht. Och, ernsthaft jetzt hier, wir müssen das Auto wieder auseinander. Wieso muss ich dann mein Auto schon wieder auseinanderbauen? Weil wir sollen nur A, dürfen wir A-Wellen fahren. Weil das ernsthaft jetzt? Ah ne, hier ist noch Möglichkeit. Dann fahren wir das Ding hier. Ja, wir haben ein bisschen. Auf der Überholspur. Das hört man doch gern. Ein großes Talent will heute einen Bezirk übernehmen. Ein großes Talent? Ein Fahrer? Ich schweige wie ein Grab. Aber glaub mir, du willst einen guten Eindruck machen. Das Einzige, was hier Eindruck macht, sind deine komischen Anrufe. Alles Teil des Plans. Also, was läuft heute? Keine Cops, nur Racer. Keine Cops? Wie haben die das geschafft? Solche Fragen stelle ich lieber nicht. Ich weiß nur, dass keine Cops dabei sind. Und dass du Stil brauchst. Du weißt schon, das, was coole Leute haben. Ach ja, coole Leute. Wie du. Ganz genau. Also gebe ich dir einen Ratschlag. Motz deinen Wagen mal ein bisschen auf. Das soll eine richtige Show werden. Ich mag mein Auto. Oh, ich weiß. Aber die 90er sind vorbei, Schätzchen. So, dann fahren wir hier mal rein. Gucken wir mal, was uns das heute erwartet. Die Olle geht mir auf den Senkel. Ich glaube, ich bin das Ding nämlich schon mal gefahren. Hm, 159, ich bin bei 131. Ich habe also quasi ein bisschen mehr habe jetzt ein bisschen was aufgeholt. Ich bin bei 119. Ich war ja ein bisschen mehr da vorne. Ja, ich nehme mal die Kohle mit. Aber ohne die Kohle, ich brauche halt Geld. Wie krass ist meine Karre? So, wir müssen Chilton schlagen, der hier gerade jetzt hinter uns ist, um die Kohle mitzunehmen. Aber im Idealfall will ich das Ding natürlich gewinnen heute. Teacups. Jetzt habe ich wieder die zwei da vorne, ey. Die kriege ich nie. Geil. Ey, ich bin Dritter geworden wegen so einer Kacke, weißt du? Weil du da in die scheiß Wand hängen geblieben bist. Und danach kamst du nie wieder hinterher. Aber ich habe meine Wette gewonnen. Ich krieg dich noch Konkurrenten. Soweit.
Das Rennen gewinne ich. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder nicht. So, jetzt habe ich die weg. Da habe ich mich nämlich immer aufgehängt in der Ecke. Das ist nicht wahr! Nein! Ich bin noch hin vorbeigefahren! Ich hab dich geschlagen! Ernsthaft jetzt? Ach Mann, Opi, ey! Bleib doch mal weg von mir und geh mir mal nicht auf den Senkel! Ich hätte das... Mann, ich hätte das gewinnen müssen, das Ding! Wir sehen uns! So, dann habe ich das auch verloren, weil da wieder irgendwer meinte, ich muss da mal hin, ich muss dich mal wegschieben. Nee. Mann, ey! Ach, nimm dein Taxi doch weg, ey! Du bist gar nicht übel. Hau ab jetzt von dir! Naja, Obi hat das Ding sowieso wieder gewonnen. Nee. Ich habe keine Chance, sobald ich irgendwas da hinten mache, zieht die vorne wieder weg. Mann, ich hätte den doch schlagen müssen. Ja, ich musste aber 5 Meter vom Ziel nach ihm vorbeiziehen. Dann probieren wir es halt nochmal. Natürlich kannst du durch und ich muss dann den scheiß Lieferwagen betreiben. Hau ab jetzt von mir. Mach's mir nicht so einfach.
ist noch nicht vorbei. Streife verfolgt die Zielperson. Hast du nicht gewonnen. Die rammen sich bei dem Tempo gegenseitig. Ich habe keine Chance, ich komme nicht hinterher. Und sobald ich mal ein Rennen gewinne. Ja, aber es ist das Problem da vorne, die. Justitia, die gewinnt. Wenn die jetzt nicht dramatisch noch irgendwie einen mega Crash machen, was mir so nicht passieren wird. Also, Obi habe ich geschlagen, aber die Olle nicht. Ich dachte mir, schade, ich hatte gehofft, dass da beide mit drin stehen. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg die Olle nicht weg. Das kann nicht sein. Und sobald ich mal irgendwie eine Möglichkeit habe. Ich komm jetzt weg. Komm. Wir sehen uns. Hey, darfst du das überhaupt? Sorry, dachte ich hätte was gesehen. Jetzt bleibe weiter dran. Lass mal deine Hinterreifen checken. Lässt auch nichts aus, oder? Du gehst mir ja schon wieder auf den Sack, Justitia. Kannst du nicht mal irgendwie einen scheiß Fehler immer und deine Karre da weg kaputt fahren oder was auch immer? Ne, kann. Ne, ne, also Obi ist nicht schlagbar. Obi ist nicht schlagbar. Ich habe jetzt noch 6 Versuche. Also ich will das Ding jetzt irgendwie mal nach Hause fahren. Ich weiß gar nicht, was der Verwertung hat. 75 oder so. Ich bin soweit. Und du? Klar, stellt den Obi auf Platz 1. Kein Problem. Hau jetzt ab von mir mit deinem scheiß Drecksjeep! Natürlich! Eine Karre da! Wer fährt rein? Ich. Ich kann aber keinen Fehler. Ich sehe aber nicht, dass du einen Fehler machst da vorne. Das Arschloch macht vor nichts halt. Du kriegst keinen. Ich mach. Du machst keinen Fehler, ne?
Nein, 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 nein! Oh Mann, immer so knapp dabei! Mann, ich hätte sie besiegen können. Weil das scheiß Nitro nicht so schnell geladen hat, wie ich das gerne gehabt hätte. Da hat Obi mal einmal einen Fehler drin gehabt und dann bist du mal so raus aus der Nummer und dann was passiert? Ja, das geht nicht, tut mir leid. Du darfst nicht gewinnen. Scheiß Rechtsverkehr, ich werde mich nie dran gewöhnen. Wir sehen uns an der Ziellinie. Laut fahren, furchtbar. So, Schild ist weg. Verliert das Arschloch nicht. Das Rennen ist lang. Leider habe ich immer nur. Ja, Obi habe ich immer noch hinter mir. Das ist das Problem an der Sache. Viel Spaß, lassen wir uns nicht weggehen, Zentrale. Der Tropf ist noch nicht gelutscht. Zentrale, wir sind erstmal los. Sorry. Verkehrsunfall gesichtet. Ich lass dich nicht gewinnen, hörst du? Yes! Endlich, ey! Endlich, endlich, endlich! Gott sei Dank, ey! Ich hätte es nicht geschafft, aber ja, gut, anderthalb Sekunden war er hinter mir, aber egal, wir haben ihn jetzt geschlagen. Ich habe einen Lamborghini Aventador, gehört ein Freund von mir, der will wissen, was man da so rausholen kann. Wow, ein echt schicker Wagen. Dein Freund hat guten Geschmack, schick mir die Infos. Ich nehme die 3000 Euro mit. 3000 Dollar mit. Ach, wir haben es auf jeden Fall geschafft, wir haben es geschafft. Yo, Speedy. Ich habe Jasmines Crew mal durchleuchtet. Und? Was gefunden? Keine ganz großen Fische, aber auch keine ganz kleinen. Wir müssen wissen, woher das Geld für das Lakeshore Grand kommt. Aber konzentrier du dich mal auf das Rennen und ich mich auf den Rest. Oh, wir haben es auf jeden Fall mal gerockt, das Ding am Ende. Ich will diese scheiß Wind haben. Gib mir mal jetzt nicht auf Eier, meine Freunde. Ich muss das Auto stehen. Das steht hier vorne, steht der. So, liefer den Wagen ab in 1,50, dann hätten wir auf Gold.
zu konzentrieren, gerade bei den Geschwindigkeiten. Trotzdem deutlich drunter geblieben. Nimm die $3,000 mit. So, das wäre jetzt im Verkauf zum Kauf verfügbar, wahrscheinlich kostet der, keine Ahnung. Du hast geliefert. Und das schneller, als ich es gewesen wäre. Ist schön wie der Job. So. Gut, wir machen mal hier so einen kleinen Break. Na, du weißt schon. Die Kunden kommen zurück und das verdanke ich dir. Das ist doch das Mindeste. Hey, die Vergangenheit ruht. Tiefgründig. Das solltest du auf ein T-Shirt drucken. Und die kostenlos bei einem Ölwechsel vergeben. Bis später. So, dann fahren wir mal ganz kurz das Ding hier nach Hause. Und nehmen uns die $6,100 mit. Und nehmen das Geld. Wir haben viel gefahren, aber also viel gefahren. Wir haben viele Versuche gebraucht. Darum ist es eigentlich ja richtig. Lamborghini Aventador. Ich weiß immer noch nicht, wie Speedy das Auto zurückbekommen soll. Ihr sagt anscheinend nie Nein zu einer Herausforderung. Sie ist wohl ziemlich stur. Deswegen kommen wir so gut miteinander klar. Also, Carmen. Wir müssen einfach den perfekten Moment abpassen. Ihren Ruf aufs Spiel setzen. Na gut, aber was auch immer passiert, haltet die Werkstatt auf jeden Fall da raus. Ich definiere diesen Plan gern als lose. So wie in... Er ist lose? Ja, du kapierst schnell. So, Autoteil gekauft. So, ja, wir können... 14.000, dann könnten wir theoretisch noch... Könnten wir... 14.000 können wir definitiv... 177 knacken. Die werden wir uns wahrscheinlich dann zusammen sparen. Würde ich mal so behaupten. Dann können wir vielleicht sogar ein bisschen mit den großen Autos damit halten. Gut, ich bin mal raus, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucke ich mal gerade, was haben wir denn an Events noch? Ja, hier noch ein bisschen was. Ist doch ein erforderliche Wagenstufe, erforderliches Geld, 2000. Die hätten wir nicht. Aber irgendwas, was ein bisschen Kohle bringt. Hier wäre was. Aber es ist leider ein A-Fahrzeug. Wir müssen also ein bisschen noch warten. Mit den großen. Events haben wir noch sonst irgendwas, was ich jetzt hier so. Ja. Das wäre hier noch ein Event. Zum Beispiel der University-Treffpunkt. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann machen wir mal den Takeover.